Erst verschlafen, dann kalter Kaffee und dann fährt auch noch der Bus weg. Wenn einem sowas in der Früh passiert, dann kann das richtig den Tag verderben. Aber während man im Büro schön brav bleiben muss, kann man bei Knights of the Old Republic 2 so richtig die Sau rauslassen und sich auf die dunkle Seite der Macht schlagen. Wir haben das Rollenspiel zu zweit durchgespielt, um beide Seiten, die dunkle und die helle, auszuprobieren. Michael Trier ist mit seiner erleuchteten Maid mit einer Seele aus reinem Licht unterwegs. Und der Markus Schwertl mit seinem bitterbösen Prügel-Jedi ohne jedes Gewissen. Und genau dieses fehlende Gewissen werde ich jetzt mal demonstrieren in dieser Szene. Ich habe hier Verhandlungen mit einem gemeinen Mafia-Anführer. Naja, ich soll den umbringen und das werde ich dann wohl auch gleich mal machen. Er versucht noch, mich zu bestechen, aber keine Chance. Ja, er versucht durch sich rauszureden, aber ich glaube, das hilft ihm nix. Der ist totes Fischfleisch oder was, ein Tintenfisch, egal. Natürlich gibt's wie in Knights of the Old Republic üblich immer verschiedene Lösungswege. Jetzt hätte man zum Beispiel auch mit ihm verhandeln können und dann wäre sicher alle lebendig aus dem Büro wieder hinausgegangen, aber ich als böse Jedi habe da natürlich kein Interesse dran. Und weil es so schön war, bringe ich meine Auftraggeberin auch noch gleich um. Is that supposed to frighten me? Let me let you in on a little secret. And if you think I'm gonna let Janna Lorso push me around, you're sadly mistaken. Unfortunately, am Kampfsystem hat sich gegenüber dem Vorgänger nichts getan. Noch immer können wir jederzeit den Kampf pausieren und Befehle erteilen. Das eben war mein toller Machtschrei. Den beherrschen als dunkle Machtfähigkeit dunkle Jedis ganz besonders gut. Aber auch wir Ritter des Lichts beherrschen diesen Schrei, nur kostet uns das Ganze dann mehr von der Macht. Wer genau hinschaut, entdeckt jetzt eine tolle grafische Verbesserung in Knights of the Old Republic 2, der wehende Mantel. Wow. Aber sonst hat sich nicht so viel getan, bis auf Wettereffekte sieht das Spiel noch genauso aus wie in Teil 1. Vor allen Dingen Spieler mit DirectX 8 Karten müssen eher mit einer Mager-Grafik auskommen. DirectX 9 Shader sind da eben nicht möglich und dann hat man so ein paar Friermel-Effekte anstatt schöne, abgefadete Lichteffekte und so weiter. Oh, was ich jetzt hier mache, ich bin ja ein böser Jedi, ich habe eben eine unschuldige Sekretärin in die Ecke gebracht. Gibt natürlich Darkside Points und meine Gefährten finden das auch nicht so toll. Ah, sie haben die Sekretärin getötet, die Schweiner! Und gleich noch ein Beispiel für meine bitterböse Gesinnung. Ein Mann hat mich gebeten, seine Freundin freizukaufen. Die muss als Tänzerin in der Bar arbeiten. Naja, das mit dem Freikaufen, das mache ich natürlich gerne. Ich habe zufällig 2000 Credits übrig. Der Besitzer der Tänzerin lässt sich nicht auf den Handel ein. Ich muss leider die volle Summe zahlen, trotz meiner Überredungsfähigkeiten. So, ich habe geblecht. Die Frau gehört jetzt mir. Jetzt könnte ich sie zurückbringen zu ihrem Freund, aber weil ich ein niederträchtiger Kerl bin, behalte ich sie einfach und kassiere in Zukunft ihren Tänzerinnenlohn. Gibt natürlich Darkside Points, klar, aber wenn ich jetzt mal da hingehe und die Kröten kassiere, immerhin auch 900 Credits. Ah, und jetzt die ganze Tänzerinnengeschichte mal aus der guten Perspektive. Ich gehe da jetzt hin und löst die Tänzerin aus. Die Gute will nämlich zu ihrem Verlobten zurück und das werde ich ihr ermöglichen. Da sind wir schon, das ist ihr Verlobter, sieht schon so ein bisschen grün im Gesicht aus. Ich glaube, darum will sie auch nicht wirklich mehr zu ihm zurück und entscheidet sich für ein selbstbestimmtes Leben, ich sozusagen als Vorreiterin der Emanzipation. Manchmal ist es gar nicht so einfach, gut zu sein, der Markus hat es da eben schon besser. Die beiden unterhalten sich jetzt ein bisschen über ihre gemeinsame Zukunft, die wohl nicht mehr stattfinden wird. Ich habe 2000 Credits an ihren Zuhälter abgeliefert. Jetzt könnte ich nochmal sagen, komm, gib mir die Kohle wieder, Schätzchen. Aber das tue ich natürlich nicht, weil ich so ein großes Herz habe. Und entlasse sie selbstlos in ihre selbstbestimmte Zukunft. Und dafür bekomme ich erleuchtete Seitepunkte und kann mich dann besser fühlen und bin ein noch besserer Jedi als vorher.
Thank you und ab dafür. Er jammert noch ein bisschen, aber er hat keine Chance bei ihr. Spinat Man. Lightside Point und tschüss. Wie im Vorgänger gibt's auch in Knights of the Old Republic zwei Minispiele, wie die Swoop-Rennen oder die Raumschiffballereien. Hier muss ich zum Beispiel mit dem Geschütz der Ebonhawk verhindern, dass die Sith mein Schiff stürmen. Der Clou daran? Sollte ich vor Eiche der Kämpfer durchlassen, muss ich sie später im Inneren der Ebonhawk bekämpfen. Zum Glück ist das hier eins der wenigen Minispiele, die man auch wirklich absolvieren muss. Der Rest ist freiwillig. Tja, meine Schlamperei an der Laserkanone muss ich jetzt bezahlen. Vier der Typen sind in mein Schiff gestürmt und die muss ich jetzt von Hand erledigen. Man kann dazu sagen, dass im ersten Teil des Spiels solche Kämpfe relativ leicht sind. Nach etwa 12 bis 15 Stunden Spielzeit wird es dann schlagartig schwerer. Die gleichen Gegner, also optisch die gleichen Gegner, machen einem viel mehr zu schaffen. Da muss beim Balancing noch nachgebessert werden. Mittlerweile sind wir rund 20 Stunden im Spiel und auf Dantooine gelandet. Knights of the Old Republic Veteranen erinnern sich, das war damals im ersten Teil das Hauptquartier der Jedis. Inzwischen herrschen dort aber gemeine Söldner und ich muss die neue Verwaltung verteidigen. Die Mission ist ganz spannend, denn vorher habe ich Söldner angeheuert, habe die Verteidigungsanlagen repariert, habe Minen gelegt und habe Droiden repariert und deshalb habe ich es jetzt in diesem Kampf wesentlich leichter. Apropos Jedi, wir sind jetzt 20 Stunden im Spiel etwa und haben immer noch kein Laserschwert. Das nervt allmählich. Ja, das dauert tatsächlich ziemlich lange, denn man muss, so viel sei schon mal verraten, sich erstmal die Teile dafür besorgen, um sich das Ding selber zusammenzubauen. Die Reisen zwischen den einzelnen Planeten sind in sehr hübschen Zwischensequenzen dargestellt. Die sind dann mal eine schöne Abwechslung zu den teils doch ziemlich trist texturierten Innenleveln. Inzwischen bin ich im Rang aufgestiegen und darf ein paar Punkte verteilen. Hier habe ich zum Beispiel meine Machtfertigkeiten und wähle natürlich möglichst dunkle aus, die kosten mich dann später im Kampf weniger Punkte. Zum Beispiel baue ich jetzt meinen Machtschrei auf Stufe 3 aus, auf die höchste. So, fertig und natürlich will ich das neue Geplärre auch gleich mal im Kampf ausprobieren. Da vorne ist auch schon das erste Opfer. Und los geht's. Nein, ausgerechnet jetzt kommt mir der Partykollege Etten dazwischen. Der liefert von der Ebonhawk immer wieder Statusberichte, damit ich im Bilde bin, was sonst so passiert im Universum. Eigentlich ganz interessant, aber ich will doch jetzt lieber kämpfen. Und da kommt auch schon ein Weltraumhund, den ich jetzt gleich mal ampläre mit meinem Machtschrei. Der sollte doch gut hören können, aber es lässt ihn kalt. Egal, ich pack mein Laserschwertel aus und mach ihn nieder. Diese Kerle hier kennen Sie vielleicht noch aus Teil 1, die Mandalorianer waren dort gemeine Feinde. In Teil 2 treten sie auch als Verbündete auf. Aber ich als böser Jedi, mir sind natürlich alle Bündnisse wurscht, ich hau erstmal kräftig rein. Dazu kann man sagen, dass die gute Seite einem einen schnelleren Aufstieg ermöglicht, weil man durch mehr Nebenquests und so weiter, durch Verzweigungen der Geschichte einfach mehr Erfahrungspunkte dazu gewinnt. Ja, aber draufhauen macht einfach mehr Spaß. Wie Sie spielen, das müssen Sie selber entscheiden, wenn KOTOR 2 im Laden steht. Ganz ehrlich, für einen richtigen zweiten Teil bietet mir KOTOR 2 eigentlich zu wenig. Aber trotzdem habe ich es wieder durchgespielt innerhalb von nur einer Woche. Macht halt nach wie vor Spaß, obwohl manchmal denkt man, es ist ein Add-on. Aber die Story stimmt, die Charaktere sind stimmig und die Atmosphäre ist einfach grandios. 50 Stunden Spaß, was will man mehr?